Ich habe gehört, dass im Keller des Felsenturmtempels. Moment, mehr steht hier im Dokument gar nicht, weil mir für die große Fee kein guter Witz eingefallen ist. Frechheit! Heißt, die Feenmaske ist im Felsenturmtempel im Keller. Würde ich jetzt so interpretieren. Nummer 4 haben wir gesagt, ist das dann? Felsenturm. Kellerraum. Ich glaube, ich weiß auch schon, welcher das ist. Ist die Feenmaske. Und das war der Spot der Goronenmaske. Okay. Was kann ich jetzt noch machen? Der Felsenturmkeller wurde zum Vergnügungskeller umstrukturiert. Yikes. Yikes indeed. Wenn Damani hustet, hat er dann Corona? Uff. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Zeit zurückzudrehen und diesen Witz nie geschehen zu machen. Dieser Witz existierte nicht. Nee, Witze doppelt zu bringen ist ja nämlich langweilig und ich hoffe, Woggle, du willst nicht langweilig sein. Weil sonst, weiß nicht, wärst du mit Ali auf einer Stufe und das willst du nicht. Von daher, du darfst den Witz gerne nochmal bringen, aber dann bist du the same as Ali. So, dann auf zu den Biberbrüdern. Ich spüre Moggles Zwiespalt. Moment. Erstmal Mountain Village. Wir brauchen Saft. Also wir werden den Felsenturmtempel heute wahrscheinlich nicht machen. Aber wir können ihn soweit zumindest vorbereiten, dass wir das nächste Mal direkt reingehen. Das sollte, glaube ich, gehen. Was ist eigentlich da oben hinten? Sehe ich von hier aus nicht. Und? Ich sehe eine Fee. Aber eine grüne. Okay, das ist keine Felsenturmfee. Sieht witzig aus. Vielleicht haben die Grünen auch eine Maske. Bitte nicht. So. Biberbrüder. Also auf zu den Zoras. Ist zufällig. Leider. Keine Pfeile. Wo so ein Wasser gekickt wurde und deswegen angegriffen wurde. Frechheit. Versuchen hier wieder langsam hochzuarbeiten. Das hat ja beim letzten Mal schon so gut geklappt.
Die Truhen hatten wir zum Glück hier alle schon mal. Die können wir alle getrost ignorieren. Wenn da was Wichtiges drin gewesen wäre, hätte ich es mir aufgeschrieben. Aber wenn ich hier gerade hier bin, kann ich die auch eben mitnehmen. Vielleicht war ja Geld drin. Ja. Ich glaube, die Biberbrüder wollten kein Geld für das Rennen haben, ne? Die wollten nur Ruhm und Ehre, dass sie Soras besiegt haben. Wir wollen Alkohol und Getreide. So kann man Ruhm und Ehre auch wörtlich nehmen. Okay. Einmal anvisieren und abtauchen. Das Minispiel mag ich übrigens auch nicht. Das Spiel hat so viele Minispiele, die ich nicht mag. Eigentlich alle. Gefühlt. So, you again. Ah, you won. Cuckoo, aber Rings. Okay, let's go. Da lang. Aber wenn ich mal drüber nachdenke, ich mag die Schießbuden nicht. Ich mag die Deko-Playgrounds eigentlich auch nicht. Liebling und Schätzchen sind auch doof. Die Biberbrüder sind doof. Ich hasse einfach alle Minispiele in diesem Spiel und es ist trotzdem eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Dann wiederum jedes Spiel, also egal wie gut es muss irgendwas haben, was man nicht mag. Weil du kannst einfach kein perfektes Spiel haben. Das geht ja nicht. Selbst in Donkey Kong Country 2, was ich ja auch super liebe, gibt es Sachen, die ich nicht mag. Oder in Hollow Knight. Okay. Wir haben es wieder irgendwie gefangen. War ein bisschen doof. Ob ich dagegen geknallt bin. Ja, Metroid Prime, diese Spalt-Metroids sind ja wirklich auch schrecklich. Meine Güte. Das Ende. So, he did a little brother. Ja, there's nothing we can do. Yay, eine Skulltula. Aber haben die nicht zwei Belohnungen? Oh, wie war das denn nochmal? Du raced gegen den einen, dann gegen den anderen? Und dann haben die doch noch... Wir machen zwei Sachen, ne? Ja, aber die reden da schon von der Empty Bottle. Was war die andere Belohnung? Haben die noch ein Herzteil gehabt? Okay, Rennen 2 war Herzteil, okay. Ich habe schon so oft nur die Randomizer gespielt, dass ich schon gar nicht mehr weiß... Ja, ich mache gleich eine Pause. Dass ich schon gar nicht mehr weiß, was im Original alles wo gab. Ich bin viel zu Randomizer geschehen. Was? Wie bin ich da bitte durchgeschwommen? Hä? Also, hä? Und ihr müsst bedenken, im Original hat man ja erst noch jeweils einmal das Rennen gegen den kleinen Bruder gemacht. Also nicht, dass ich das jetzt noch schaffen kann, aber... Ich bin nicht einfach gegen das Ding geknallt, ich bin einfach durchgeschwommen, ohne es zu nehmen. Aber ich kann mich zumindest sogar so noch mal ein bisschen einschwimmen.
Nachbar ist es, glaube ich, in der Zeit jetzt nicht mehr. Zeit. Weil, wenn es gut läuft, könnte das noch klappen. Aber da muss ich die jetzt auch alle perfekt mitnehmen. Alter, ich habe das noch gerettet. Was? Oh, danke, dass es nur ein Herzcontainer war. Okay. Hier sind wir fertig. Dann würde ich sagen, wir machen eben nochmal ein Päuschen. Und ich überlege mir in der Zeit dann, wo wir jetzt noch als nächstes hingehen. Jo. Von daher, bis gleich. So. Wir sind zurück. Es ist dunkel hier drin. Hast du Bock, gleich Licht anzumachen? Ich habe mir überlegt, was wir jetzt als nächstes machen können. Und zwar geht's zu den Piraten. Piraten und die Kana Canyon sind, glaube ich, nur die einzigen Sachen, die wir jetzt noch so machen können. Und dementsprechend ab dahin. Bei den Piraten ist ja auch eh noch eine Maske, ne? Die Maske der Wahrheit. Damit können wir uns noch einen Spot später noch holen. Ich werde aber, wenn wir jetzt das Piraten-Ding machen, die Eier erstmal ignorieren, weil ich ja eh noch mit bis zu den Nadelfelsen muss. Wobei, wait. Ich muss mal gucken, ob es gerandomized wurde, weil ich meine, das war auch eine eigene Option, ob man die Tür? Ja. Ob man die Dingens randomisieren möchte. Das Seepferdchen. Und ich meine, ich habe es abgestellt. Ich gucke mal. Um eben schnell mal das Foto von den Gerudo-Kriegerinnen. Immer so witzig, wenn einfach da drauf geschmissen wird, das Boot. Snap! Hi. Schmeißen Sie mich bitte einmal raus. Hey, you! Halt! Oh, Bomben. Und ein Herz. Ein paar mehr Herzen. Gucken wir mal. Ob wir denn das dafür kriegen, was wir haben wollen. Ah, er will schon wieder Leute verprügeln. Ist ja nichts Neues. Dude. Wir hatten es, glaube ich, im letzten Randomizer, dass unser Foto einfach nicht gut genug ist für den Typen hier. Ich hoffe, er akzeptiert mein Foto. Nein! Das Seepferdchen ist weggerandomized! Scheiße, Mann! Kann ich mit der Maske reden? Ja, ich kann mit der Maske reden. Wie ist das Foto? I like it. Verdammt, ich hab's doch weggerandomized. Na gut, dann, scheißen wir auf die Eier. Und räumen einfach nur so die Festung auf.
Ja, ich habe selbst Schneebälle gerandomized. Das stimmt. Disco, Disco! Ja. Na gut. Vielleicht finde ich das Seepferdchen einfach so random irgendwo. Ich sollte einfach nur immer mindestens eine Flasche frei haben dafür. Mein Schatten sieht sehr interessant aus. Was ist das für ein komischer Schatten? Hä? Ich bin einfach so ein, keine Ahnung, Gyros-Spieß. So, schnell das und einmal abtauchen. Weil hier haben wir ja auch noch ein paar Truhen. Truhen, von denen ich ohne Karte nicht wissen würde, dass die hier existieren. Ein Swacken. Nope. Auch Gyros würde ich eigentlich auch mal wieder nehmen. Ja, auch schon länger nicht mehr, ne? Und Sven, er denkt sich so, noch nicht lang genug. Noch ein Swacken. Da wiederum ist es nicht so, dass Sven ja Gyros nicht mag. Sie mag eher nur den Gestank, den ich danach verbreite, einfach nur nicht. Ja. Aua. So. Es waren einfach legitim einfach nur drei Zwacken hier drin. Spiel bitte. Schnell zurückwandeln, bevor die mich sehen. Ihr habt doch nur so eine kleine Brieftasche. Da passt so viel Geld nicht rein. Oh. So, jetzt einmal runter. Hab ich? Pfeile? Nein. Aber ich habe 5 Bomben. It's something. Das Problem ist halt auch bei mir, ich habe meistens eigentlich keinen Hunger. Ich habe einfach nur Bock zu fressen. Das ist das Gefährliche. Ich habe einfach nur Bock, jetzt einfach irgendwas zu essen. Ja, Moment. Bong. Jetzt kann ich hier einmal drüber schwimmen. Und hier in der Mitte ist nämlich auch noch eine Truhe. Mit noch einem Zwacken. Was ist dies? Zwacken City? Das? Ne, ist doch falsch, ne? Ja, da komme ich her. Ne, so komme ich hier nicht durch. So komme ich hier zumindest schon mal durch. Und das wäre auch hier soweit alles. Endlich ein Schild hier durchlatschen. Oh, hier ist gar nichts mehr. Die Gerudos wollen einfach alle Zwacken dieser Welt. Ja. Die wollen die halt einfach alle abzwacken. Aha. Aber mich wegen meinen Witzen anmeckern. Ja, aber nur Zwacken, das ist der 5. hier schon. Oh.
Oh, eine leere Flasche. Hallo. Nehme ich mit. Nicht, dass ich ihn benutzen könnte, aber nehme ich mit. Vielleicht ist in irgendeinem Fass noch was drin. Eine Rubin. Ich muss mich eh gleich zum Goron machen. Zerstören wir mit dem Goron einfach alles. So. Flup. Und drin. Nice. Oh. Da war eine Skulltuli. Skulltuli? Fast eine Skulltula drin. Gehst du auch so auf oder bin ich zu leicht? Nee. Ich wollte nicht draufklettern, Junge. Okay. Dann einmal hier oben hin. Da ich immer noch keine Pfeile habe, müssen wir das so machen. Oh, die Sonnentruhe. Ups. Fast vergessen. Yay, 5-5er. Waren beide Geldbörsen in der im Canyon? Ach ja, stimmt, eine im Brunnen und eine im Felsenturm. So war das. Ich hatte irgendwas mit Wasser noch im Kopf, aber stimmt, der Brunnen. Und durch. Dong. Gerade so noch erwischt. Oh Gott, gerade aufs abgesprungen. Geil, Dekostäbe. Was sind das für komische Schatten da überall? Sieht so seltsam aus. Oh, Herzen. Oh, ein Herzteil. Random. Da kann ich nur einmal rausgucken. Geboom. Wie random. Ja. Ja. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Okay. Dann haben wir den Teil auf der einen Seite schon mal komplett fertig. So, jetzt müssen wir uns hier einmal durcharbeiten. Fangen wir damit an, die absolute Schwäche aller Frauen auszunutzen, und zwar Bienen. Wie wir nämlich schon in Mega Man gelernt haben, ist die Schwäche von Frauen Bienen. Hast du ja Bobbel schon wieder animiert, dieses scheiß Emote zu posten? Ja, habe ich. Es tut mir leid. Eigentlich nicht. Wobei, Moment, ich brauche Pfeile. Ich hoffe, hier hinten liegen jetzt aber auch Pfeile. Nein, Bohnen.
Und die Maske der Wahrheit. Nein, ich brauche Pfeile. Dammit. Aber ey, ich habe die Maske der Wahrheit bekommen. Das ist cool. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und unten in den Kisten sind welche. Ja, die kann man gar nicht kaputt machen, ne? Die da kann ich aber kaputt machen. Denkt sie auch so, hä? Warum ist die Truhe explodiert? Hä? Warum ist die Truhe hier explodiert? Ladies, irgendwas Seltsames geht hier vor. Plötzlich explodieren hier unsere Truhen. Thank you.